Ja, was fehlt, ist unser ganz persönliches Saisonfazit. Gerd Siegmund und Dirk Thiele. Es wäre sicher ganz einfach zu sagen, ein überragender Kamischtoch. Eine überragende norwegische Mannschaft, die hier in Planica mit 100 Metern Vorsprung gewonnen hat. Dazu braucht es keinen Experten, aber Gerd hat mit Sicherheit noch viel mehr rausgelesen in der Saison. Das kann man durchaus so sehen, denn ich denke auch, dass eine Saison von Richard Freitag aus seiner Sicht überragend war. Und wer weiß, das ist jetzt wieder hätte Fahrradkette, wenn der Sturz in Innsbruck nicht gewesen wäre, ja, was dann alles noch passiert wäre. Aber ansonsten finde ich schon auch, dass mit einer Medaille der Slowenen beim Skifliegen, bei der Skiflug-WM auch nicht unbedingt zu rechnen war in der Form. Sie waren hier auch nochmal auf dem Podest. Ja, ansonsten, was fällt mir sonst noch spontan ein? Naja, ich will dem Mann bald zuspielen. Ja, mach mal. Ein bisschen provozierend. Die Norweger, die Polen, die Deutschen. Dann würde ich einen kleinen Strich machen. Dann die Slowenen, die Japaner, die Österreicher. Dann mache ich einen größeren Strich. Und dann der Rest des Feldes und da stagniert das Skispringen. Das ist richtig. Also da kann ich dir nicht widersprechen, sehe ich auch so, weil eben die Entwicklung im Skispringen in den letzten Jahren oder vielleicht jetzt nochmal zu Olympia hin extrem angezogen hat. Also was alleine Anzugsmaterialien, Stoffe betrifft, wie viele Athleten Anzüge ja quasi zwischen den Durchgängen nochmal gewechselt haben. Der Einzige ist ja fast der Richard Freitag, der mit seinem Wettkampfanzug durchgesprungen ist. Nur da kann ich die Zuschauer auch beruhigen, der ist nicht denselben Anzug gesprungen von Anfang bis Ende, sondern da sind auch die Stoffe erneuert worden, der Anzug neu gemacht worden. Und man hat eben auch gerade im Abstimmungsbereich, was Ski, was Bindungen, was Schuhe, das ganze System angeht. Die großen Nationen haben Windkanäle, haben Techniker, haben Service, Technologiezentren. Und da bin ich bei dir. Da haben eben solche Nationen wie Italien, wie Frankreich, wie Finnland auch, die nochmals Budget gekürzt haben. Bei André Mitter hört er eher auf, weil sie haben nur 250.000 Euro für die gesamte Saison, inklusive Gehälter. Also deshalb gibt es schon eine 2,5-Klassengesellschaft. Wir haben wieder das Problem mit dem Hubschrauber, aber der kann uns mal. Gerd, es wird ja eigentlich noch viel, viel schlimmer. In Finnland drohen die Lichter fast auszugehen. In Italien gibt es am 22. April einen sogenannten Verbandstag. Die wissen noch nicht, ob es überhaupt im Skispringen weitergeht. Ja, es ist halt schade. Nur am Ende, was will man machen, Dirk? Ja, nur... Es ist ja augenfällig, diese Stagnation. Auch die Russen kommen ja nicht viel weiter. Ja, ich würde es gar nicht sehen, dass die stagnieren. Ich meine, sie sind vielleicht, ja gut, ist am Ende Stagnation. Sie springen vielleicht sogar besser als im letzten Jahr. Ja. Aber die anderen haben eben noch einen viel, viel größeren Schritt vorwärts gemacht. Vor allen Dingen eben ja dieses, was immer entscheidender wird derzeit, hat sich über die Saison rauskristallisiert, ist eben dieses geschlossene System, dieses geschlossene Flugsystem. Absprung, sofort fertig sein, Ski da haben und dann sollte eigentlich nichts mehr im Flug passieren. Und sobald man dort einen kleinen Eingriff hat ins System, kommt man eben nicht mehr, ja fast schon gar nicht mehr an den zweiten Durchgang. Ich habe zwar nicht viel verstanden, aber ich glaube schon, das ist alles richtig, was du gesagt hast. Jetzt ist aber genug hier. Na. So, also, es wird auch in den Trainerfragen einige Bewegung geben. Ja. Finnland wird einen neuen Trainer haben, dann die Tschechen werden einen neuen Trainer bekommen. Wie gesagt, von den Italienern, oder davon haben wir gesprochen, bei den Russen bleibt es beim Alten. Hast du deine Lauscher aufgestellt? Was man gehört hat, ist ja, dass in Frankreich wohl auch ein Trainerwechsel stattfindet. Also ist auch der Robert auf Jobsuche, wie ich gehört habe. Also Hideharu Miyahira soll Nachfolger werden vom Cheftrainer in Japan. Das ist also dann auch die innerjapanische Lösung. Slowenien? Naja, ich würde mal so sagen, wir sind ja am Ende der Saison, Kaffeesatz lesen. Der Robby Kranitz hat so einen suffisanten Satz gesagt, eben, er fühlt sich eben noch nicht am Ende, obwohl er auch schon 34 ist, ist hier überragend geflogen, wie ich finde. Und hat ja auch viele Verletzungen gehabt und denkt, und dann hat er gesagt, ja, vielleicht mit einem neuen Trainerteam geht es dann auch nochmal ein Stück voran. Ah, ja. Also Diskussion, ich meine, es ist ja offenkundig, oder weiß ja jeder, dass er jetzt auch nicht unumstritten war, auch gerade nach der Saison. Und da kann es durchaus passieren, dass es dort auch zu einem Wechsel kommt.
So, haben wir noch irgendwas vergessen? Ist noch was wichtig? Na, wir haben sicher viel vergessen, aber dazu können wir ja vielleicht dann auch noch den ein oder anderen Post an uns richten, was wir vergessen hätten. Denn die Saison, ich meine, die war so lang. Olympische Spiele haben wir vielleicht noch nicht genügend gewürdigt, aber die Ergebnisse kennen Sie alle. Auch da ist eigentlich für die großen Nationen, wie du angesprochen hast, ja alles dabei gewesen. Norwegen Gold im Team, Kamil Stoch Gold auf der großen. Ein überragender Andi Wellinger mit Gold auf der kleinen und zweimal Silber. Also, ja, also aber auch das ist Skispringen, vorher submaximal, Olympia, grandios, ja. Danach Probleme. Was mich gewundert hat, dass Werner Schuster ihn aufgestellt hat in Planitzer für das Teamfliegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, er ist Olympiasieger. Klar, er hatte ein paar Schwächen auch in Wilkersund beim Skifliegen, nur es war jetzt ja auch keiner, sicher hätte man es dem Andi Wank auch gönnen können, dass er da mitfliegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, er ist Olympiasieger und hat eben auch den ersten Flug ganz gut gemacht, also Bonus plus den ersten Flug. Ja. Dann hat er sich eben auch mal einen Schwächeren geleistet, ja, und stand eben draußen, also am Ende gestern zweiter Platz nochmal bei einem Skifliegen von einem deutschen Team. Ganz stark. Würde ich auch, denke ich, noch mal würdigen wollen. Gerade beim Skifliegen haben wir ja nur schon ganz andere Ergebnisse auch gehabt. Und von dem her, war für viele was dabei. Und für die Kleinen heißt es eben, den Anschluss nicht allzu sehr verlieren. Gerd, alles Gute weiter im persönlichen Leben. Ja, danke. Und ich meine, die Fragen, die wir jetzt vielleicht nicht beantwortet haben, kannst du ja dann am Mittwoch zum Talk unterm Turm beantworten. Das könnte ich machen. Das könnte ich vielleicht stelle ich auch mal eine Zuschauerfrage, oder? Ja, denn du bist auch da. Also, wenn schon, dann Katharina Althaus und Richard Freitag. Und bei Richard Freitag habe ich dann ein richtiges Näschen gehabt. Ne? Ja, du bist ja auch. Na? Also, na? Wenn du das Näschen nicht hast, wer soll es denn dann haben? Dirk. Bis demnächst. Jawohl. Ja, ciao. Tschüss.